Hallelusingen. Ich habe eine Idee. So. Damit Schluss damit. Eichenholztreppe und Zaun. Wobei eigentlich kann ich ja. Ja, ich stelle mich wieder auf den Stall. Und dann komme ich zurückgelaufen. Danke, dass du mein Schlafzimmer voller Hühner gemacht hast. Jeder, wie er sich's verdient hat, Graui. Jeder, wie er sich's verdient hat. Ich hab gar nicht gemacht. Einfach der Verantwortung entziehen ist nicht nett. Ich hab das ja doch nicht gemacht. So, die gehören wieder hier hin und damit das da. Dann ziehe ich mir meine Rüstung wieder an. Also ich habe eine schlechte erste Unsichtbarkeitskrank genommen, aber man war trotzdem sichtbar. Naja. Dann komme ich zurückgelaufen, esse vorher was. Und damit ist das Spiel wieder normal, wie immer. So, ich hoffe, es war ihm eine Lehre. Soweit. Achso, ich könnte mich ja erstmal zu Bett begeben. Hm, mach ruhig. Ich bin ja Hühner gewohnt. Ja, ja. Das erinnert mich irgendwie gerade an das. War das Weihnachten? Ja. Mhm. Daran erinnert mich das gerade. Ich tue aber schön jetzt Petrat. Die musst du alle abgeben. Ist gescheatet. Ja, das kann ich ja nicht dafür. Ja, einfach lassen. Ja, ich lasse mir hier gerne Hühner, tausende Hühner im Schlafzimmer. Habe ich ja zu Hause auch. Naja, klar. Shane macht er das. Kannst du mal ein bisschen leiser mit deinen Hühnern sein? Ich möchte gerne schlafen. Geht gerade nicht. So. Jetzt. Meine Güte, ey, bist du laut da drüben. Ja, ich hab hier ein bisschen volles Haus gerade. Aber naja. Das passiert nun mal. Seine Artgenossen eingeladen. Eben, ich stamme ja eigentlich von Hühnern ab. Ja. Haha. Ha. Ha. Jetzt hab ich mir auch so eine Zettel abgerissen. Wo standen die? Aber ich helfe dir natürlich gern. Ah, Entschuldigung. So. So. Eine Stille hier. Wieso nicht, was du mit deinen Hühnern hast? Mal Hühner hat. Weißt du? Jetzt sieht das natürlich ein bisschen blöde aus. Das muss man. Machst du das dann noch wieder weg, den Dreck hier? Nee, das hat einen Sinn. Ich muss es bloß nur verschönern. Geh mal. Ja, nee! Ja, ich wollte gerade sagen, stell dich ja nicht drauf. Nein! So. Jetzt brauche ich bloß noch ein Schild. Katze, komm mit. Ein Schild. Hühner glitschen ganz schön heftig, muss ich sagen. So. Wo ist denn mein Kätzchen? Na komm, Kätzchen. Komm her.
Was seid denn so böse zu den Katzen? Du bist schuld. Dass du böse zu den Katzen bist? Nee. Einfach so. Ach so. So! Aber ich wollte schon lange mal so eine Müllentsorgung haben. So, können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, ich habe ja bloß meine Idee hier umgesetzt. Ja, super Idee. Braucht kein Schwein. Du. Ja, ich finde das so besser, als wenn man es immer irgendwo in die Gegend hinhaut. So, liebe so, Katze. Ach, jetzt sitzt sie dort hinten. Hier kannst du nie sitzen auf Stein, wa? Das war meine Katze. Die hast du doch bestimmt neu gezähmt gerade, oder? Nein. War die schon immer deine? Ja. Hm. Ja. Eine Katze angegriffen. Das muss bestraft werden. Na, wieder ein bisschen Frechheit, wa? Nein. Niemals. Das Hetzenhaus ist aber auch noch nicht fertig. Wo bist du? Im Hetzenhaus. Ach so. Weil ich halt ein bisschen Löffel wollte ich jetzt gerade sagen, aber Löffel. Löffel? Ach, du weißt, was ich meine. Nö, keine Ahnung. Eigentlich dachte ich ja, man bastelt an der Burg um weiter, aber dann halt nicht. Doch, ich komm mal gleich hoch, ich muss bloß nur entladen. Also ausladen hier. Hexenausbau. Ach ja, stimmt, da war eine Creeper-Explosion. Am Hexenhaus. Naja, das wird schon. Was sind denn das für Bäume? Komische Viecher. So, dann basteln wir mal hier weiter. Haben was Wichtigem. Das andere war auch wichtig. Ja, ja. Das wollte ich schon längst mal. Das wollte ich schon längst mal machen. Da weil ich gerade nicht wusste, was man oben, weil Stall zu zweit, das nee. Und da dachte ich, naja, machst du das. Weil es mir gerade einfällt und sonst vergesst es immer. Ja, nie so viel anderes, was da oben noch zu tun ist. Mein lieber, so ein Dreck. Das ist kein Dreck. Doch. Nein. Unten ist Eisen, dann hier. Da bin ich mit, da müssen wir zu Sonstiges. Dann zu Holz. Brauchen wir oben Holz? Bring einfach mit. Was denn für Holz? Eichenholz, Tropenholz oder Birkenholz? Wir haben hier oben eigentlich nur Eiche benutzt. Okay. Ja, jetzt kann man natürlich für das Pferd-Dingsbums hier noch. Aber dafür habe ich da eins zu. Geht also nicht. Obwohl. Nö. Dann haben die halt Platz, die Pferde. Auch wenn das kein richtiger Pferdestall ist. Weil. Pferde wurden ja eh gleich wieder getötet. Aber egal, da... Nein, dein Pferd lebt ja noch. Ich rede ja auch nie von meinem Pferd. Bei mir war es das die Dummheit des eigenen Pferdes. Ja. So schlau wie der Besitzer wahrscheinlich. Das kann man so nicht sagen. Sony. Jetzt hast du mich rausgebracht gerade, so. Hast du hier einen Baum gepflanzt? Sieht ja. So aus. Der ist ja riesig geworden. Ach so? Der ist ein bisschen sehr riesig. Was, der zwischen den zwei Häusern? Ja. Den hatte ich letztes Mal gegen Ende der Aufnahme gepflanzt. Schön. Ich wusste nicht, dass er so schnell wächst. Du bist jetzt ein Beifall oder was? Ja. Nö. Schade. Hast du den nicht verdient? So.
Fenster sind wichtig. Dann kommen hier noch eine Fackel hin und dann geht's weiter. Ja. Da ist das doch alles viel freundlicher hier. Es ist natürlich die Frage. No, no. Stimmt, der ist ganz schön groß geworden. Oha. So, kann man das so lassen? Hier wäre ein Fenster, da wäre ein Fenster. Supi. Nee, zwischen denen kriegt es nicht, oder? Soll das klappen? Oh. So, mal hier hinsetzen. Da. Und damit das symmetrisch aussieht, da. Symmetrisch. Ja. So können wir das machen. Der Rest ergibt sich. Nach und nach. So, da haben wir jetzt hier schon der Friedhof, der ist fertig. Hier brauchen wir nichts mehr in der Ecke machen. Jetzt setz dich endlich hin, ey. Meine Katze, ey. Zum Glück habe ich meine entsorgt. Also früher waren sie wenigstens noch zahm und lieb und... Ja. Die nervt mich nur noch. Das kommt mit dem Alter. So, weg ist er. Babykatzen sind ja auch viel süßer als ausgewachsene Katzen. Ja, ich gehe jetzt aber pennen. Ist schon hell? Ja, ja, natürlich. Aber ich lege mich auch gleich hin. Kommt man hier hoch? Hier müssen wir noch was bauen. Dam di di li lam di li lam. La 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 la. So. Na komm, bau hin. Ich liege im Bett. Was meinst du? Ach, bist noch unten. Na dann. Ich bin gerade nochmal runtergegangen, weil ich Cheese holen wollte. No, no. Aber ich habe jetzt auch gar nicht in die Truhe oben geguckt, ob wir überhaupt Cheese da hatten. Aber wir brauchen eben mehr, als bestimmt in die Truhe da ist. Aha. Hast hier alles kaputt wieder gemacht. Na dann. Ich habe bloß aufgemacht, weil dort jetzt Cheese reinkommt. No, no. Ich hätte das Holzwinchel oben liegen lassen können. Haha. Ha. So, jetzt brauchen wir hier oben aber noch einen kleinen Lagerraum. Na, da kommt er natürlich hier rein. Was soll das? Dafür haben wir die 14 Truhen. Wo machst du denn den Lagerraum jetzt rein? Das ist doch egal, oder? Ah, nee. Wir bräuchten also, wirklich. Wenn du das jetzt wüsstest, würdest du dich doch eh gleich wieder töten. Stimmt. Also. Also, sagst du es lieber? Nicht. Doch.
So. Und wie findet er den Platz? Ich denke auch gut. Nee. Ich glaube ja nicht.